Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video für euren Kanal. Es geht weiter mit der Baby-Challenge. Und wir sind da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ungewohntes Bild, weil normalerweise machen wir ja am nächsten Tag weiter. Aber weil es ja Nacht war und jetzt morgens ist, machen wir so weiter. Woo! Dementsprechend habt ihr nichts verpasst. Es ist nichts anders als vorher. Und ja. So, das Kleinkind musste nur noch ganz bisschen an Bewegung lernen, ne? Deswegen nehmen wir kurz das Tablet und lernen Bewegung. Es fehlt ja wirklich gar nichts mehr. What? Yes, Queen. Eigentlich müsste man dann direkt mal einen Kuchen backen. Das kann sie ja danach tun. Weil wir haben ja den anderen Kuchen irgendwie sehr vergammelt. Ich mache jetzt einen Hamburgerkuchen. Als ob sie den Tisch deckt. Sie ist ein braves Kind. Oh, Level 3. Perfekt. Dann kann sie aufhören damit. Schon mal. Damit sie dann direkt ready ist, um zu altern. Weil wenn ich genug Betten haben, wird sie dann einfach halt im Bettchen mit ihrer Mutti schlafen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ew, das ist schmuddelig. Das muss sie auf jeden Fall spielen. Nein, nicht du. Das muss sie auf jeden Fall säubern. Yay, Vorsatz umgesetzt. So, füg mal Geburtstagskerzen hinzu, bitte. Und du könntest ja deiner Schwester auch einfach mal helfen, Kerzen auszublasen. Muss ja nicht immer Mutti machen, ne? Okay, sie singt, kein Problem. Passiert schon mal. Okay, du hast Geburtstag. Und... Woo! Okay. Oh mein Gott. Sie trägt eine Mütze. Oh. Sie ist Kleptomanin. Wow. Ey, ich wollte das anklicken. Lass mich. Post. Super. Und bitte Kerzen hinzufügen. Und ab in den Kühlschrank. Und wir gehen jetzt in den Create a Sim. Ey. Warum habe ich Testing Cheese nicht aktiviert? Oder, warte. Ich habe, glaube ich, einfach die falsche Taste gedrückt. Yes. Like, wer es kennt. Yeah, sie lernt ja einfach direkt Sachen. Das ist sehr, sehr gut. Oh, Geld. Wenn sie Sachen lernen, dann ist es gut, weil dann kann sie schneller in der Schule aufsteigen. Ich denke, am Montag werden auch wieder einige Kinder altern. Also halt morgen. Also nehme ich halt einfach mal an. Und morgen ist Rabatttag. Aber eigentlich möchte ich gar nichts haben. Deswegen lohnt sich das nicht, irgendwas zu kaufen. Aber maybe besorgen wir doch irgendwas einfach. Weil ich meine, dann würden wir wenigstens halt diese Tradition abschließen. Und wir kriegen ja auch Geld zurück. Wir müssen ja nichts krass Teures kaufen, so. Yay, sie hat das Buch fertig geschrieben. Das heißt, sie müsste auch ihren Vorsatz fertig kriegen. Yes! Dafür hat sie Punkte bekommen. Wir gucken mal. Nein, nicht bestreben. Ich gucke, liegt immer das Falsche an, Alter. Was wollen wir denn als nächstes haben? To be honest, ich glaube, ich fände gute Küsserin einfach gut. Erstmal. So, es ist jetzt Rabatttag. Hazel hat eine Fischspezies-Kopie bestimmt. Why? Colin hat noch nie geangelt. Hä? Okay, ich hinterfrage es jetzt einfach mal nicht weiter. Gut, dann gucke ich jetzt mal nach, was man so kaufen könnte. Also ich wäre ja für eine Mikrowelle. Also ich meine, das kann man halt gut gebrauchen so. Und es war jetzt nicht allzu teuer und wir kriegen Geld zurück. So, deswegen ist es schon okay, denke ich. So, die Kinder sind auf zur Schule. Juhu! So, ich hoffe, sie legt das jetzt einfach weg. Ja, okay. Super, und ihr könnt alle mal hart arbeiten, bitte. Also fleißig lernen. Weil ihr Sozialbedürfnis und ihr Spaßbedürfnis so niedrig sind, habe ich mir überlegt, ruft sie jetzt einfach mal Victor an und dann können die einfach mal Bum-Bum machen, so. Weil dann geht das ja direkt wieder hoch und so. Deswegen, genau. Also ich meine, ich wünsche, ich könnte schon Baby machen, aber das geht jetzt noch nicht, deswegen wird schon passen. 80 haben wir zurückbekommen, juhu. Wir betören ihn erstmal und dann können wir ein Techtelmechtel im Busch machen. Damit wir das Kind nicht belästigen. Okay, es gibt keinen Busch in der Nähe anscheinend. I don't know. Dann mach einfach Techtelmechtel. Belästigen wir das Kind halt doch. Passiert. Guckt, wie das alles steigt, Alter. Es ist halt so gut einfach. Post und Rechnungen. Okay. Okay, und die Post sind zwei Spielzeuge, die wir verkaufen können. Juhu. Wir können ja nochmal einen Gelegenheitsjob machen. Theoretisch. Da kann sie ja auch einfach mal nachgucken. Dann gucken wir mal. Nehmen wir das. Es gibt gute Bezahlung. Und Level 5 der Geschicklichkeit müssten wir eigentlich haben. Deswegen, also sollten wir mittlerweile. Ja, Level 6. Dann nehmen wir das. Okay, also es gab gute Noten. Sie ist Einserschülerin. Sie ist Zweier. Zweier. Dreier. Dreier.
Okay, also es gab nur eine gute Note, aber das ist okay. Dann kann sie ja auch aus dem Haus ausziehen, so. Deswegen ist das schon okay. Oh, es gab Projekte. Warte, nein, ich muss die erstmal platzieren. Stopp. Und einen Karton, den wir wieder verkaufen können. Easy, Alter. Was ist das denn? Prinzessinnenpuppe. Ach, irgendwie stand da, dass die jetzt kleptomanisch ist, dass die irgendwas mitgehen lassen hat oder sowas. Und ich muss so denken, okay, alles klar, Bruder. Passiert schon mal. So, Girl. Du kannst jetzt die Kerze auspusten und dann kannst du uns verlassen. Yay. Und sie wird ein Genie. So, dann Geburtstagskerzen bitte und Asamige entfernen. Super. Bye bye, Girl. Das heißt, wir können dann halt Victor nochmal einladen und ein Kind zeugen. Yay. Die zwei Bearbeiten arbeiten jetzt auch direkt an dem Projekt. Ich finde es schön, dass man das so zusammen machen kann. Super, sie haben das Projekt abgeschlossen. Großer Erfolg, super. Wir haben Geld bekommen. Die könnte ja theoretisch einfach mal ein paar mehr Sachen lernen, zum Beispiel halt programmieren. Weil, warum eigentlich nicht so? Dann hat sie mehr Sachen, mit denen sie halt irgendwie Geld verdienen kann. Und mehr Fähigkeiten bedeutet mehr Jobs, die sie erledigen kann. Also Gelegenheitsjobs. Wäre doch eigentlich gar nicht bad. Aber wir wollten Victor einladen. Deswegen machen wir das jetzt. Da ist er. Und dann fragen wir ihn, ob wir ein Baby machen können. So, dann macht mal. So, und dann machen wir einen Schwangerschaftstest. Ich hoffe, wir sind schwanger. Nein, sind wir nicht. Aber dann kann sie ruhig erstmal essen. Als ob beide Sachen kaputt gegangen sind. Als ob. Ja, Schulprojekt ist auch fertig. Cool. Danach kann sie erstmal das Badezimmer reparieren. Und dann machen wir nochmal einen Schwangerschaftstest. Vor allem Chance auf Zwillinge, weißt du? Bruder, das funktioniert nicht. Wir sind ein voller Haushalt. Aber wir sind schwanger und das ist gut. Sie geht jetzt schlafen. Massenveranstaltung, was? Why? Yay, Projekt abgeschlossen. Super. Jetzt kannst du dich um dich selber kümmern. So, und wir können das Baby jetzt altern lassen. Es ist nämlich schon Dienstag. Und juhu, Geschenke. Yes. Es ist ein anhängliches Kind. So, aber ich werde jetzt erst in den Creative Sim stecken, wenn die anderen von der Schule kommen. Weil ich gehe davon aus, dass noch mehr altern. Und eventuell wird da ja auch noch ein Makeover gemacht werden müssen. Deswegen warten wir damit am besten, dass das dann alles gleichzeitig geschieht. Lernen wieder alle fleißig. So, die Post ist auch schon wieder da. So, und das können wir alles verkaufen. Wir können jetzt schon Plugins programmieren und hacken. Aber hacken würde ich jetzt eher nicht machen. Dann würde ich einfach ein Plugin programmieren. Weil dann können wir ein bisschen Geld zumindest bekommen. Kleinvieh macht auch Mist und so. Yay, 15. Aber das ist okay. Sie lernt dabei ja auch weiter. Und wir kriegen zumindest ein bisschen Geld, ne? Es gab auf jeden Fall gute Noten. Sie ist immer noch Zweier Oberschülerin. Sie auch. Er ist Einser, Zweier, Dreier. Okay, aber es gibt auf jeden Fall einen Geburtstag. So, und los geht's. Yay! Ja, blas die Kerzen jetzt aus, Mann. Und du wirst ein ordentliches Kind. Und du kriegst das Geburtstagskerzen. So, und dann gehen wir jetzt in die Creative Sim. Sie kann jetzt Spiele modifizieren. Das ist cool. Yay. Projekt ist fertig. Ilona wird rebellisch. Ja, super. Ah, was geht denn bei ihm ab, Alter? Ups. Ich glaube, der Sisi ist nicht mehr so gut. Egal. So, alle sind wieder am Schlafen. Das heißt, ich beende den Part jetzt hier. Wir haben jetzt mittlerweile 115.000. Das heißt, uns fehlt nicht mehr ganz so viel. Das heißt, wir können eventuell in so 3-4 Parts umziehen. Und ich freue mich so unfassbar sehr, weil wir kriegen nächste Folge schon wieder ein Kind.
Das heißt, wir nähern uns auch dem Makeover von Melody. Die Kinder machen gute Fortschritte und es werden halt dann noch mehr wahrscheinlich ausziehen können. Also, weil die stehen halt quasi kurz davor, dann Einserschüler zu werden. Das heißt, wir können ja noch mehr Kinder zeugen und das heißt, wir sind noch näher an dem Makeover von Melody, wo ich mich halt auch schon richtig drauf freue, weil ich glaube, wenn man 20 Kinder auf die Welt gebracht hat, dann wird man halt auch einfach irgendwann mal sagen, ich möchte einen Style-Change haben. Jedenfalls sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!